Globalgesellschaft Pfeil nach rechts. In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für globale Probleme. Alle Artikel Pfeil nach rechts, der Wecker klingelt, es ist viel zu früh. Aber die Zeit drängt, schnell aufstehen, an und einen Snack aus dem Kühlschrank nehmen zum Frühstück. Mit viel Energie, die braucht man ja für die kommenden Stunden. Dann zur Arbeit. Entweder direkt ins Homeoffice oder mit dem Auto ins Büro. Sitzen bis zur Mittagspause sind nur 45 Minuten, also eine schnelle Mahlzeit. Wieder sitzen. Schließlich Feier essen, Sofa, war ein langer Tag. Das ist der Alltag vieler Menschen auf der ganzen Welt. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie und wohl die Ursache für eine besorgniserregende Entwicklung. 2016 waren laut Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 39% der erwachsenen Weltbevölkerung über. Das bedeutet laut Definition der WHO, einen Body Mass Index, BMI, von 25 oder mehr zu haben. Hier gelangen Sie zu unserem zwar ist der BMI nicht für jeden das richtige Maß, um Übergewicht zu messen, da er lediglich Größe und Gewicht betrachtet und daher zum Beispiel auch bei Sportlern mit viel Muskelmasse tendenziell sehr. Aber weil der BMI so einfach zu berechnen ist, eignet er sich gut zum Vergleich von Größerem. Die weltweiten Ergebnisse zeigen, der Anteil Übergewichtiger hat sich im Vergleich zum Jahr 1975 zuletzt beinahe verdoppelt. Damals waren nur etwa 22% der Erwachsenen übergewichtig. Zum Jahr 2000 waren es dann schon mehr als 30%, 2010 dann gute 35%. Laut Matthias Blüher, Adipositas-Forscher am Helmholtz-Institut für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung in Leipzig, liegt dieser Anstieg vor allem an unserer Lebensweise, der Überernährung. Wir nehmen zu viele Kalorien auf, oft auch flüssig über zuckerhaltige Getränke. Viele haben Arbeitsplätze, die kaum körperliche Aktivität und wir nutzen oft das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel, anstatt zu laufen oder fahren. Diese Fehlbalance zwischen Energieaufnahme und Energieverbrennen ist sicherlich das Hauptproblem, sagt Blüher. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das erst in den vergangenen Jahrzehnten aufgetreten ist. Eigen, vergrößern Schlange vor einem Fastfood-Restaurant in Ho Chi Minh Stadt. Vietnam-Foto, Paula Bronstein, Getty Images. Aber warum trifft es manche Länder heftig, während andere weniger Probleme mit Übergewicht haben? Neben genetischen Veranlagungen spielen wohl auch gesellschaftliche Faktoren eine Rolle. Große soziale Unterschiede zwischen Arm und Reich begünstigen Adipositas, sagt Blüher. So haben zum Beispiel, das zeigen WHO-Daten von 2016, die USA, wo die Einkommensungleichheit größer ist, mit beinahe 68% einen höheren Anteil an Übergewichtigen als Deutschland mit 56,8%. Dabei trifft Übergewicht laut Blüher häufiger sozial schwächere Familien und Menschen mit niedrigeren Bildungs. Den höchsten Anteil Übergewichtiger haben aber nicht die USA, auch nicht Mexiko oder Großbritannien, sondern überraschenderweise Nauru, Palau und die Cookinseln. Das sind Inseln im Südpazifik. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die moderne Lebensweise dort auf eine Bevölkerung getroffen ist, die besonders anfällig dafür ist, sagt Adipositas-Forscher Blüher. Ein großer Anteil der Bevölkerung von Nauru, Palau und den Cookinseln ist wohl Träger von Risikogenen. Für andere Bevölkerungen haben laut Blüher dagegen eher schützende Gene. So seien in Südkorea zum Beispiel nur etwa 30% der Erwachsenen Übergewicht. Mehr zum Thema Corona-Alltag auf den Cookinseln. Das Wasser ist so glasklar wie nie. Ein Interview von Elin Tiedemann. Zusätzlich spielt bei der Entstehung von Übergewicht der Lebensstil eine wichtige Rolle. Und er hat sich laut Blüher auf den Inseln im Südpazifik besonders drastisch verändert. Von einer ursprünglichen Lebensweise mit gesunder Ernährung und viel Bewegung hin zu einem westlichen Essen und Bewegung. Das Ergebnis: auf Nauru sind beinahe 89% der Erwachsenen übergewichtig. Auch auf Palau und auf den Cookinseln haben deutlich mehr als 80% der erwachsenen Bevölkerung einen BMI von 25. Das hat Folgen für die Gesundheit der Insulaner. So haben zum Beispiel auf Nauru fast 30% der Erwachsenen einen erhöhten Blutzuckerspiegel, rund 46% erhöhte Cholesterin. Mit dem Übergewicht steckt auch das Risiko für Diabetes sowie Herz-Kreislauf und bestimmte Krebserkrankungen. Eine Gefahr für den Einzelnen, aber auch eine Belastung für das Gesundheitssystem. Die Folgeerkrankungen von Übergewicht verursachen Kosten, etwa für die Behandlung, den Arbeitsausfall und die Rehabilitation. Laut Blüher trifft es besonders jene Länder hart, die bislang einen geringen Anteil an Übergewichtigen hatten und nun aber einen starken Anstieg verzeichnen. Man sei dort nicht auf die Probleme eingegangen.
hohe Werte erreichen auch Bangladesch und die Maldiven sowie Vietnams benachbarte Länder Laos und sie alle zählten bislang zu den Staaten, die eher kein Problem mit ÜSU. So war Vietnam 2016 das Land mit dem geringsten Anteil an erwachsenen Einwohnern mit Übergewicht. Dass die Länder von einem sehr niedrigen Niveau starten, liegt laut Blüher vermutlich an genetischen Faktoren, aber auch an einer höheren körperlichen Eignung. Vergrößern traditionelles Streetfood, Frauen in Hanoi, Vietnam. Foto, Matthew King, Getty Images. Dass nun ausgerechnet in diesen Ländern der Anteil Übergewichtiger schnell steigt, könnte aber ein Hinweis auf eine bestimmte Entwicklung sein. Dort verändert sich wohl die Lebensweise, darunter die Essgewohnheiten und das Bewegen. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Jüngsten der Gesellschaft anschaut. Waren im Jahr 2000 nur etwa 2,6% der unter 5-Jährigen in Vietnam übergewichtig, waren es 2017 schon 5,9. Weltweit hat sich das Gewicht von Kindern insgesamt verändert. Die gute Nachricht: Die Zahl an untergewichtigen Kindern hat stark abgenommen. Sie schrumpfte von etwa 24,8% im Jahr 1990 auf etwa 13% im Jahr 2000. Für den Ernährungsmediziner Hans-Konrad Wiesalski ist das aber kein Grund zur Entwarnung, denn auch übergewichtige Kinder können mangelernährt sein und deren Anteil hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Übergewicht ist nur ein Zeichen von zu viel Energie, sagt das allein reicht für eine gesunde Ernährung nicht aus. Da fehlt oft auch eine Menge an notwendigen Stoffen wie Vitamine, Minerale und Spurenelemente. Besonders in Entwicklungsländern würden viele Kinder von Mais, Reis und Weizen ernährt, oder mit Hilfe des Essens von Fastfood-Ketten, die sich deutlich ausgebreitet hätten. Obst, Gemüse und Fleisch seien dagegen häufig zu teuer. Mehr zum Thema Diabetes, zurück zum KUNICEF-Bericht. Die meisten fettleibigen Kinder gibt es in Italien. Ein Interview von Anne Backhaus, Notversorgung britischer Kinder, Hunger, mitten in Europa von Fiona Weberstein aus. Schwere Covid-19-Verläufe bei Übergewicht, Mexikos doppelte Epidemie. Ein Interview von Sonja Peter Online. Das Ergebnis dieser Ernährung: Die Kinder werden dick, sind aber trotzdem mag. Laut Wiesalski leiden viele Kinder ein Leben lang an den Folgen. Oft seien sie kleiner, hätten weniger. Auch die kognitive Entwicklung könnte eingeschränkt sein. Armut führt auch zu Veränderungen und Störungen in der Gehirnentwicklung, sagt der Ernährungsberater. Wiesalski fürchtet, dass die Mangelernährung durch die Corona-Pandemie noch zunehmen wird. Die Ziele, die sich die UNO im Rahmen der Sustainable Development Goals, SDGs, gesetzt haben, wie zum Beispiel den Hunger zu beenden, seien nicht mehr zu erreichen, obwohl die Lösung theoretisch ein. Der Weg ist ganz simpel, sagt Wiesalski. Wir müssen den Menschen ermöglichen, qualitativ bessere Ernährung zu einem Preis zu erwerben, der ihrem Einkommen entspricht. Eigen. Der Spiegel. Dieser Beitrag gehört zum Projekt Globale Gesellschaft. Was ist das Projekt Globale Gesellschaft? Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Unter dem Titel Globale Gesellschaft berichten Reporterinnen und Reporter aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa über Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt, gesellschaftspolitische Herausforderungen und nachhaltige Entwicklung. Die Reportagen, Analysen, Fotoschnitten, Videos und Podcasts erscheinen im Ausland. Das Projekt ist langfristig angelegt und wird über 3 Jahre von der Bill und Melinda Gates Foundation, BMGF, und ein ausführliches FAQ mit Fragen und Antworten zum Projekt finden Sie hier. Wie sieht die Förderung konkret aus? Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Die Bill und Melinda Gates Foundation, BMGF, unterstützt das Projekt über 3 Jahre mit einer Gesamtsumme von rund 2 Euro. Sind die journalistischen Inhalte unabhängig von der Stiftung? Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Die redaktionellen Inhalte entstehen ohne Einfluss durch die Gates Stiftung. Haben auch andere Medien ähnliche Projekte? Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Große europäische Medien wie The Guardian und El País haben mit Global Development bzw. Planeta Futuro ähnliche Sektionen auf ihren Nachrichtenseiten. Mit Unterstützung der Gates Stiftung gab es beim Spiegel bereits ähnliche Projekte. Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Der Spiegel hat in den vergangenen Jahren bereits 2 Projekte mit dem European Journalism Centre, ILC, und der Unterstützung der Bill und Melinda Gates Foundation umgesetzt. Die Expedition übermorgen über globale Nachhaltigkeitsziele sowie das journalistische Flüchtlingsprojekt New Arrivals, in deren Rahmen mehrere preisgekrönte Multimedia-Reportagen zu den Themen Migration und Flucht entstanden sind. Wo finde ich alle Veröffentlichungen zur globalen Gesellschaft? Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Die Stücke sind beim Spiegel zu finden auf der Themenseite Global Gesellschaft.